Und nachdem Faust in der Hexenküche einen Verjüngungstrank zu sich nahm, machte er sich mit Mephisto auf den... Erzähler, halt dich kurz. Faust ist Wissenschaftler, der wissen will, was die Welt im Inneren zusammenhält. Ich habe mit dem Herrn eine Wette abgeschlossen und möchte ihn vom rechten Weg abbringen. Faust war einfach nur ein alter Sack und nun, da er jung ist, wird's langsam Zeit für ihn, Weiber aufzureißen. Hast du was gesagt? Nee, alles gut. Jedenfalls, was ich eben noch so sagen wollte, war... Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Mach mal halblang. Ich weiß ja nicht, an was für eine Art von Frauen du gewöhnt bist. Aber mit mir ziehst du solch eine Nummer nicht durch. Mach die Fliege, Fremder. Mephisto, hast du die eben gesehen? Bombe! Als mein Diener befehle ich dir, sie mit mir zu verkuppeln. Du hast wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. A, ist sie gerade mal 14 Jahre alt. Age is just a number. Und B, hast du das nicht gesehen? Sie trägt eine Kette mit einem Kreuz. Die ist religiös, Alter. Mein Kryptonit, da kann ich leider nichts machen. Such dir eine andere. Gut, dann darfst du dich heute um Mitternacht von mir verabschieden. Anscheinend fehlen dir ja einige Kompetenzen. Mir fehlen Kompetenzen? Als wenn ich nicht lache. Gib mir nur 2 Wochen und sie wird dir gehören. Innerhalb von 7 Stunden habe ich sie sicherlich auch schon selbst verführt. 7 Stunden? Das toppe ich. Diesen Abend schleichen wir uns in ihre Gemächer und schenken ihr etwas. Also los, komm mit. Oh mein Gott, ich wüsste ja so gern, wer dieser charmante Mann von der Straße ist. Er ist sicherlich reich. Okay, die Luft ist rein. Sag mal, können Sie mich bitte allein lassen? Ihr Zimmer ist nicht ohne Grund so ordentlich. Du verstehst schon. Willkommen im Heiligtum. Nimm mein Herz, du liebe Schmerz. Ach, dieses Zimmer wirkt ja einfach wie der Early Access zu deinem Herzen. 24/7 will ich hier verweilen. Psst, sie kommt. Aber ich will nicht mehr weg. Jetzt komm schon. Ich habe hier ein Schmuckkästchen für sie. Stell es hier irgendwo hin. Wir müssen jetzt los. Hä? Was zum Henker? Wie kommt das Kästchen hierher? Mal schau. Als ob. Sind das wirklich Ohrringe? Ich sehe aus wie die schönste Frau im ganzen Dorf. Was das Gold einfach ausmacht. Ja, was zum... Das kann doch wohl langsam nicht mehr wahr sein. Was ist denn los? Ich habe dich lange nicht mehr so wütend gesehen. Die Kette. Gretchens Mutter hat sie einem Priester gegeben. Diese alte Frau muss auch überall ihre verdammte glaubensprüfende Nase reinstecken. Naja, jedenfalls hat der Priester den Schmuck jetzt der Kirche ausgehändigt. Man kennt's, nicht? Macht der Staat ja auch hier und da. Aber was ist jetzt mit Gretchen? Naja, sie denkt an den Schmuck. Aber auch an den Überbringer. Du verstehst schon? Oh nein, ihr Kummer tut mir leid. Mephisto, bring ihr ein neues Schmuckstück und so nebenbei. Mach dich aufdringlich an ihre Nachbarin ran. Sie könnte uns behilflich sein. Wie ihr befehlt, mein gnädiger Herr. Von Herzen gerne werde ich diesen Wunsch erfüllen. Wie kann man nur so dumm vor Liebe sein? Ach, was ist bloß mit meinem Mann passiert? So lange warte ich auf ihn und langsam glaube ich, er ist von uns gegangen. Wenn es doch nur wenigstens eine Bestätigung gäbe, dass er verstorben ist. Frau Marthe, schon wieder ist es passiert. Aus irgendeinem Grund auch immer tauchen Schmuckkästchen in meinem Zimmer auf. Ich glaube, ich bin verflucht. Zeig mal die Dinge her. Och ja, perfekt. Hör mal, du musst die nicht direkt an deine Mutter geben. Komm einfach zu mir und betrachte dich, damit im Spiegel niemand muss davon wissen. Danke sehr. Aber jetzt mal ohne Witz. Woher kommt der Schmuck? Ist das die Strafe Gottes? Ah, meine Mutter! Es ist die Strafe Gottes. Es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Herein? Guten Tag, meine Damen. Meine Störung tut mir leid, aber ich habe eine Nachricht für Sie. Frau Marthe, Ihr Mann ist tot. Wie, er ist tot? Haben Sie ihn etwa umgebracht? Ja, natürlich. Ich wäre ja sonst nicht der Ich meinte, nein, natürlich nicht. Ich habe ihn nur auf dem Sterbebett gesehen. Einen Totenschein kann ich ihn leider jetzt nicht aushändigen, aber ich kann Ihnen einen Zeugen mitbringen, der das noch einmal bestätigt. Übrigens hat sich Ihr Mann an anderen Frauen vergriffen.
Trauen Sie ihm bitte also einfach nicht so nach. Danke. Mir war's doch klar. Naja, egal. Wann habt ihr vorzukommen? Schon bald sind wir da und Fräulein Margarete, vergessen Sie doch bitte nicht auch zu kommen. Der feine Herr wird sich bestimmt freuen und Sie selbst garantiert auch. Okay. Woher kennt er eigentlich meinen Namen? Und? Wie sieht's aus? Wird sie uns helfen? Nun ja, ich sage mal so. Bald ist Gretchen dein. Allerdings, Marthe fordert dafür eine Gegenleistung. Oh? Wir sollen beweisen, dass die Gebeine ihres toten Ehemannes in Padua ruhen. Heißt also, dass wir erstmal reisen müssen? Heilige Einfalt, mein Freund. Du sagst ihr einfach das, was sie hören will. Du bleibst doch echt ein Lügner. Ja, was denn? Du willst Gretchen doch für dich gewinnen. Oder etwa nicht? Von ganzem Herzen? Oder klappt das auch nicht? Jetzt halt doch deinen Mund, natürlich. Das, was ich für sie empfinde, sprengt jegliche linguale Grenzen. Ist das verwerflich? Ja, siehste, ich hab doch recht. Hier, pass auf. Ich hab echt keine Lust mehr, darüber zu reden. Ich seh's dir ein, dass ich lügen muss. Oh, Liebchen, ich habe keine Ahnung, wieso du mit mir tanzt und wie wir plötzlich hierher gekommen sind, aber du bist einfach toll, Margarete. Du darfst mich ruhig auch Gretchen nennen. Sagen Sie mal, mein werter Herr, wie sieht's eigentlich bei Ihnen mit der Liebe aus? Nun gut, ich also... Welch ein wundervoller Moment. Als gute Hausfrau des 16. Jahrhunderts hast du bestimmt einiges drauf. Ach ja, wir betreiben unsere eigene Wirtschaft. Ich musste schon mal ein Kind großziehen. Ich mache die Hausarbeiten. Ich kann so vieles. Ach, du bist ein wahrer Schatz. Nun sagen Sie schon, Hübsche. Ich bin Witwe, Sie ein starker Mann. Wir konnten uns ja zusammenschließen. Was bin ich hier reingeraten? Er liebt mich nicht, er liebt mich. Ach, höre doch mit dem Kinderkram auf. Natürlich liebt er dich und du weißt das genau. Na gut, ab ins Gartenhäuschen. Also, die Nacht bricht langsam an. Ich denke, wir müssen auch wieder los. Wo sind die Turteltäubchen? Einen Moment, Faust. Nicht so schnell. Hast du mal auf die Uhr geschaut? Wir müssen los. Ach komm schon, es lief gerade voll gut. Fast wäre es passiert, direkt im Gartenhäuschen. Was wäre passiert? Was auch immer dein Herz begehrt, Liebchen. Bis auf ein nächstes Mal. Tschüss. Ach herrje, was habe ich nur getan? Ich bin doch eigentlich nur ein unschuldiges Kind. Ob er wohl was für Minderjährige fühlt? Ist er ein Pädophiler? Dann ist das perfekt für die Kirche. O edler Geist, du gabst mir alles, was ich jemals wollte. Zum Beispiel einen Lebenswillen. Aber wofür ich am meisten dankbar bin, ist diese Leidenschaft und Liebe, die ich für Gretchen verspüre. Ach verdammt, das ist ein Segen und Fluch gleichzeitig. Gerne würde ich mich an ihrer Brust vergnügen, aber was für Konsequenzen das haben würde, vor allem für sie. Ich würde ihre Unschuld und Unwissenheit für meine Gelüste ausnutzen. Vielleicht könnte das auch ihr Leben kosten. Ach, verdammt. Verflucht sei es, Mephisto. Ja, du. Ich weiß doch, was du im Schilde führst. Aber leider weiß ich auch, wie viel Kontrolle du über mich hast. Ich bin mein eigener Herr und du wirst nicht ewig Kontrolle über mich haben. Mein Gott, sei kein Feigling und zeig dich doch. Wie ihr befehlt, mein Herr. Na, da bist du ja. Du weißt schon, dass ich alles hören kann, was du sagst. Selbst wenn ich nicht hier bin? Natürlich. Mir sind deine Fähigkeiten durchaus bewusst. Na, dann sind wir uns ja einig. Du weißt, worüber ich mit dir reden möchte? Natürlich weiß ich das, aber ehrlich gesagt möchte ich selber darüber nachdenken. Und warum hast du mich dann hergerufen? Nun ja. Verdammt, Faust. Weißt du überhaupt, was du möchtest? Aber natürlich, du willst es nur nicht zugeben. Du willst das Leib dieser Göre genießen oder etwa nicht. Streit das bloß nicht ab. Wenn ich ehrlich mit dir bin, mochte ich sie schon von Anfang an nicht besonders. Aber du willst ja, dass ich mich nicht zu sehr in deinem Leben einmische. Von daher mische ich mich da auch nicht mehr ein. Alles, was ich von dir möchte, dass du ehrlich zu dir selbst bist. Sei still. Sag mir bloß nicht, was ich zu tun habe. Komm schon, du willst es doch auch. Sei bloß still. Ich sag doch nur das, was du im Leisen verlangst. Scheiß doch drauf. Meinetwegen, ich werde ihre Post sowas von genießen, selbst wenn ich uns beide in den sicheren Tod und die Hölle schicken würde. Diese Einstellung gefällt mir doch schon viel besser. Geh einfach. Ist ja gut. Nun geh und tröste sie doch endlich, wenn du wüsstest, wie sehr sie dich doch schon vermisst. Ach Gott, ich bin so unruhig und schweren Herzens. Ohne ihn ist alles Unsinn. Ach, dürfte ich ihn nur küssen. Sag mal, Heinrich, bist du gläubig? Naja, also, ich sag's mal so. Ob du es Glück oder Gott nennst, ich glaube eben meiner eigenen Weise. Was?
Es schmerzt schon zu wissen, dass du nicht gläubig bist. Aber warum? Dein Kumpel wirkt wie der größte Satanist. Ich hasse ihn. Ach, Pippi. Der Mephisto ist ein ganz netter. Außerdem muss es immer solche Frechen geben. Wenn er in meiner Nähe ist, wird mir echt schlecht. Ich denke, du bist krankhaft antipathisch. Ich muss jetzt weg. Aber kann ich mich denn nie an dich rankuscheln? Ach Mann, ich hätte ja nichts dagegen, wenn du dich nachts in mein Zimmer schleichst. Aber meine Mom... Schlafmittel! Okay, dann werde ich es ihr verabreichen. Na, ist der Grasaff weg? Sag mal, hast du uns gestalkt? Naja, da hat wohl der Doktor Religionsunterricht gegeben. Du, Enke, du verstehst es einfach nicht, dass sie vollkommen überzeugt von ihrem Glauben ist, welcher natürlich die einzig richtige Lehre darstellt, der ihr qualvoll vermitteln soll, dass ich, ihr Stecher, rettungslos dem Verderben offenbart bin. So ein Lustmolch, der lässt er sich einfach von dem Teenie verhöhnen. Du dreckiger Hitzkopf! Aber jetzt mal ernst beiseite. Ich glaube, sie ahnt, dass ich der Teufel bin. Wie auch immer, heute Abend! Das geht dich einen Scheißdreck an. Ach, dieses Bärbelchen. Was für eine Nutte, das gibt's doch gar nicht. Lässt sich von vorne und hinten durchnehmen und ist nun bis zum Anschlag schwanger. Ach, herrje, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn auch nur mit jemandem liebkosen, wenn man nicht verheiratet ist? Absolutes No-Go. Gott möge sie bestrafen. Aber dann können sie doch noch im Nachhinein heiraten. Der war gut. Das wird sie definitiv nicht von ihren Sünden befreien. Einmal Hure, immer Hure. Damit muss sie bis zum Ende ihres erbärmlichen Lebens klarkommen. Das ist ja fies. Hast du etwa noch Mitleid mit ihr? Ich? Ja nein, natürlich nicht. Voll die dumme Pute und so. Ach naja, meine Beziehung mit Faust ist ja wohl nicht so schlimm. Immerhin liebe ich Faust. Aus tiefstem Herzen und bei Gott geht es doch um die große Liebe. Ich habe nicht gesündigt, oder? Oder? Oh Schmerzensmutter, so hilf mir doch in meiner Not. Die Sünden, die ich begangen habe, verfolgen mich und verlangen eine Strafe, wahrscheinlich meinen Tod. Oh Schmerzensmutter, die Schmach, die über mich kommen wird, verursacht mir großen Pein. Nur du kannst meinen Schmerz verstehen. Liege ich richtig? Ach, was für eine Wut in mir brodelt. Hier läuft irgendjemand rum, der sich an meiner Schwester vergreift. Wo auch immer dieser Schuft ist, ich werde ihm alle Fußnägel ausreißen. Ah, oh, Mephisto, ich freue mich schon sehr, mein Liebchen wieder zu besuchen. Worauf du dich noch mehr freuen kannst, ist die anstehende Walpurgisnacht. Dort geht die Party aber ab, alter Schwede. Aber einen Moment mal, was haben wir denn dort? Na, wen haben wir denn da? Einen Pädophilen und den Teufel höchstpersönlich. Ergebt euch! Sieht so aus, als wären wir in Schwierigkeiten. Zieh dein Schwert raus und schlag zu, ich kontere seine Angriffe. Er kommt ins Taumeln, stich zu. Ach, dieser Schmerz! Los, Faust! In kürzester Zeit werden sich alle Leute hier versammeln. Schnell weg hier, außer du willst hinter Gittern landen. Ich bin kein guter Anwalt. Was ist denn hier passiert? Wie siehst du denn aus? Bruder, was ist dir zugestoßen? Geh mir aus den Augen, Schwester. Für mich bist du gestorben. Sieh doch, was du mir angetan hast. Der letzte Stoß ins Herz. Es ist so fürchterlich. Wie kannst du sowas nur sagen? Schweig, du Göre. Lässt dich von irgendwelchen Männern verführen. Kein Sex vor der Hochzeit. Mögst du in der Hölle schmoren. Ich muss jetzt ruhen. Oh Herr, vergib mir die Sünden, die ich begangen habe. Ich wollte das doch alles nicht. Das macht deine Tat leider nicht besser. Du allein bist für deine Sünden verantwortlich. Damals warst du noch unschuldig, aber nun ist aus dir eine richtige Hure geworden. Das Schlimmste ist ja auch noch, dass du deine Mutter nur dafür geopfert hast, damit du diesen Faust rummachen kannst. Dann hör auf. Alleine der Gedanke an meine Mutter versetzt mich in einen tiefen Schmerz. Ich weiß doch, was ich begangen habe. Ach, tust du das? Hast du auch mal daran gedacht, dass du durch deine Sünden auch indirekt deinen Bruder umgebracht hast? Du brauchst es gar nicht zu leugnen. Oh weh, das darf doch nicht alles wahr sein. Komm, beeilen wir uns, Heinrich. Ich kann diese Nacht schon kaum erwarten. Diese Nacht wird der Knaller. Das mag ja schon sein, aber der Berg ist ganz schön steil. Keine Sorge, Heinrich. Diese Nacht soll etwas Besonderes sein. Da will ich doch nicht, dass du wie eine Leiche aussiehst. Besorgen wir uns etwas Hilfe. Tag, meine Herren. Wofür benötigt ihr meine Dienste? Zeig uns den schnellsten und leichtesten Weg, um diesen Berg zu überqueren. Am besten da, wo das Böse am stärksten fließt. Wird gemacht. So folgt mir. Faszinierend. Diese Umgebung sieht wahrlich ungewöhnlich aus.
All diese Bäume und Hügel, die Grimassen schneiden. Ah, und die Mäuse haben ja verschiedene Farben. Leben diese Viecher und Bäume denn wirklich? Ist das nur eine Illusion? Was mich da oben wohl bei dem ganzen Bösen erwartet? Ach, wie sehr ich mich drauf freue, mir das genauer anzuschauen. Oh, ein Hexenfeuer. Hey Heinrich, lass uns doch da hinzustoßen. Aber ich wollte mir doch das Böse genauer anschauen. Sieht das Hexenfeuer etwa freundlich für dich aus? Guter Punkt. Na dann, gehen wir hin. Wenn ich schon hier bin, kann ich ja mal zumindest versuchen, unter Leute zu gehen. Hey Mephisto, was hältst du von ihr? Bleib bloß fern von ihr, glaub mir. Du kannst wirklich mit jedem machen, was du möchtest, nur komm ihr bloß nicht zu nahe. Okay, ich schau mich dann weiter um. Und was hältst du von denen? Na, das entspricht doch eher meinem Geschmack. Na komm, weil du es bist, krall ich mir die alte Olle vor, damit du mit der anderen deine Privatsphäre hast. Oh Gott, bleib bloß fern von mir. Mephisto, die Hexe hat gerade einfach eine rote Maus ausgespuckt. Heinrich, jetzt beruhig dich doch. Ich hab dir doch schon gesagt, dass hier auch das Böse strömt. Also was genau verwundert dich daran? Jetzt wo du es erwähnst. Aber hey, da wir gerade schon Zeit haben, können wir mal etwas schnacken. Weißt du eigentlich, wie es gerade Gretchen geht? Hey Heinrich, da gibt's ja ein Theaterstück. Ich brauche gerade kurz Pause. Von der Party. Von daher können wir uns die ja mal anschauen. Was für ein merkwürdiges Theaterstück. Was sollte das alles überhaupt darstellen? Noch viel wichtiger ist die Frage, warum alle nackt waren. Außerdem wäre das ohne den Kapellmeister ja völlig aus dem Ruder gelaufen. Das darf doch nicht wahr sein! Wie konntest du mir nur verheimlichen, dass sie im Kerker gefangen ist? Sie leitet da unten doch bestimmt. Deswegen hast du mich doch die ganze Zeit abgelenkt. Die Walpurgisnacht, das Theaterstück, alles nur ein Teil deines Plans. Und wegen dir ist sie auch noch zum Tode verurteilt. Was hast du denn von mir erwartet? Du weißt doch, wer ich bin. Du weißt schon, dass Leuteverderben ein Teil meines Berufes ist? Naja, jetzt hör doch endlich auf mit deinen Ablenkungen. Du wirst mir jetzt sofort helfen, Gretchen aus dem Kerker zu holen. Und wenn nicht, dann war's das mit unserer Wette. Meine Güte, kannst du nicht auch nur ein einziges Mal an dich denken? Du weißt schon, dass diese verdammt bescheuerte Idee äußerst gefährlich ist? Ach komm, hör doch auf. Wir beide wissen, wie mächtig du bist. Versuch dich bloß nicht daraus zu reden. Wir beide wissen aber auch, dass ich nicht der Einzige bin, der für ihr Schicksal verantwortlich ist. Oder... Hör endlich auf damit! Hol sie raus! Ist ja gut. Ich führe dich ja schon dahin. Sag aber nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Na komm, ich bring dich zu ihr. Was machen die Hexen dort am Rabenstein? Ach, keine Ahnung. Irgendein Hexenzeugs. Aber das ist doch scheißegal. Wir sind schon gleich da, also fokussiere dich bitte darauf, deine Margarete zu finden. Dass ich mal von dir ein Wort höre, wo ich dir zu 100% zustimme. Also dann, auf zur Rettung. Und hier bin ich nun für deine Rettung. Liebchen! Hilfe! Die gewaltbringende Faust, die über mich richten will. Was? Nein, ich bin es, Heinrich. Heinrich? Heinrich Heine? Dr. Heinrich Faust, ich bin hier, um dich zu befreien. Heinrich? Heinrich? Ja? Ich habe fest daran geglaubt, dass du noch kommen würdest. Jetzt können wir gemeinsam sterben. Nein, ich will dich hier raus befördern. Wir haben nicht viel Zeit, sonst sieht es schlecht um uns beide aus. Wir können hinaus in die ferne Welt. Jetzt komm schon. Gott befiehlt es dir. Gut, wenn du meinst. Weiche von mir, Dämon. Zu ihm in die Arme gehe ich nicht. Faust, du bist doch nicht immer noch mit ihm unter einem Hut. Ach was, der steht da nicht. Das bildest du dir ein. Vielleicht muss ich dir nach deiner Flucht einen Psychologen engagieren. Oh nein, der Einzige, der einen Psychologen braucht, bist du. Gott, hilf mir hier raus. Gretchen, nicht! Komm mit! Ich gehe nicht ohne dich! Ich möchte nur ungern stören, aber wir müssen los. Die Wachen kommen gleich und wenn sie dich schnappen, darfst du niemals den Kaiser kennenlernen. Und deine Reise nach Griechenland kannst du dann auch vergessen. Nein, lass mich! Liebchen, nein! Hol mich hinauf, Vater. Für sie ist es zu spät. Sie ist gerichtet. Nein, sie ist gerettet. That's all, folks.